Also herzlich willkommen zum Schwader. Jetzt bin ich hier wieder unterwegs mit dem Fan 516 und Pöttinger 461 N heißt der, glaub. Aber wie der Name ist, das ist ein Schwader halt. Ja. Ein Einkreisenschwader mit 4 Meter Arbeitsbreite hat er schon. Das Stückchen da haben wir gestern gemäht. Dann bin ich abends noch vorbeigekommen im Zetter. Aber habe eigentlich, hätten wir fast gar nicht gebraucht. Weil steht zu wenig da und ist also trocken. Und heute Vormittag haben wir noch die restliche paar Hektar an Wiese gemäht. Genau, und morgen wird dann siliert, da kommt dann der Lohnunternehmer mit dem Ladewagen. Der Schwader hat, wie man schon gesehen hat, ein hydraulisches Schwadtuch. Ist eigentlich relativ geschickt, weil so, wenn ich jetzt noch nicht den Schwad mache, hebe ich es einfach ein bisschen hoch, dann schmeiße ich es ein wenig weiter rüber, dann hängt es einfach in dem Futter drin. Und jetzt hier außenrum, da fahre ich einfach zweimal ungefähr, dass man halt, wenn man beim Neifahren schmeißt, die Sache wieder ein bisschen raus oder zurück, dass man halt das nicht am Mäh gemacht hat, wenn man es schwarz macht. Der Schwader ist angehängt über eine Kette, also nicht über den Oberlenker, sondern über eine Kette und hat unter ein Rad dran. Ich sage, wie schwer ist die Treppe? Höher Rad, das kann man verstellen, damit man auch dann sozusagen die Arbeitstiefe oder die Neigung von der Räche einstellen. Und daher kann man einfach den Schwader ablassen, ohne dass man in der Tiefe von der Hydraulik irgendwas verstellen muss. Ich fahre mit 57er Zapfwelle. Ich brauche nicht so viel Motordrehzahl. Weil es ist eigentlich kein anstrengendes Geschäft und muss ja Sprit sparen und an Umwelt denken und so. Wir fahren aktuell mit zwei Schwader. Der andere Schwader ist mit dem 412er unterwegs. Das ist ein 421 gehabt, der ist ein wenig schmäler wie der hier, auch mit hydraulischem Schwadtuch ausgestattet, aber das wurde nachträglich eingebaut. Ich glaube, der heißt, beide heißt, ich glaube, Top. Das ist schon wieder die Typenbezeichnung von Pöttinger.
Nachteil bei dem Schwader ist, oder ein Nachteil, ja, durch die Arbeitsbreite, muss man auf der Straße fährt, immer die Zinken rausmachen, weil ja, so mit dieser Breite darf man nicht auf die Straße hinaus. Und ja, es braucht halt ein bisschen Zeit ab und zu. Unterklappe. Ist fertig. Ab zum nächsten. Ah, da ist er schon. Der Kollege. Also Oberdruck ist schon alles mal schon relativ trocken vorhin. Die Wiese, wo mehr Gras war, hier ist mehr so anderer Scheißdreck. Ja, servus. Also jetzt hat Eurotop 64N heißt er. Richtig. Ich bin jetzt zweimal außen rum gefahren, jetzt fahre ich ganz grob gegen, damit ich innen wieder Platz habe für die innere Schwade. Man muss auch mal so schwaden oder immer im Hinterkopf behalten, dass der Hand halt auch ein großer Schlepper im Ladewagen fahren muss. Das heißt, ganz enge Kurve schwierig zu machen, das heißt, hier muss man schöne große Radius machen. Oder halt auch, wenn man irgendwo das Schwad bis an den Wald noch legt, muss der trotzdem noch so weit nachfahren können, dass er alles aufladen kann.
Musik.